Ja, wenn die Prominenz schon da ist, können wir dann aber auch langsam mal anfangen, würde ich sagen. So, ich begrüße euch an diesem wunderschönen Abend in Panama. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Wochenstart. Und ja, wir werden uns heute ein bisschen von so in Panama verabschieden wollen. Gehen auf zu neuen Ufern und ja, der kleine Lemming unten links. Achso, ja, ja. Damit du mal siehst, beziehungsweise wir können eigentlich, ups, falsches Bild verschoben. Wir können eigentlich mal alles wieder rüber verschieben. So, wunderbar. Sei gegrüßt, Manu. Sei gegrüßt, Sky Pistol. Schön, dass du trotzdem hier bist. Zumindest noch 2 Minuten. Oder je nachdem. Sei gegrüßt, Sari. Sei gegrüßt, Chimes. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Wochenstart. Wir wollen uns vom alten Zoo, wie gesagt, ein bisschen verabschieden. Ich habe mir nicht sonderlich super, super viel Mühe gegeben hier bei diesem Gehege, weil ich ja wusste, weil ich mit dem mit dem Gedanken schon beim nächsten Zoo war, so ein bisschen. Aber wir haben hier die Königstiger, von denen ich wirklich sehr begeistert bin. Ich finde, die sehen richtig, richtig cool aus. Wenn sie etwas machen, noch viel mehr als jetzt. das sehen wir dann aber hoffentlich gleich. Ich finde die mega edel. Ja, ansonsten
Ja, geht mit Sicherheit schöner. Ich glaube, die forschen auch noch daran. Ja, korrekt. Können noch nicht richtig viel. Ansonsten wollen wir uns hier noch ein paar Ideen abholen für den neuen Zoo. Genau. Ansonsten gehen wir jetzt noch durch die Gehege, gucken uns jetzt hier nochmal Zoo nochmal in Ruhe an. Und genau. Das Spiel ist in 5 Minuten durch. Schauen wir mal. So oder so kann alles passieren. Bayern gegen Dortmund. So. Also Königstiger, richtig edle Tiere, die würde ich mir auch auf jeden Fall wiederholen wollen. Können wir uns überlegen, ob wir die quasi hier bei Panama rausholen und dann uns neue holen. Ich finde die richtig, richtig edel und richtig schön gelungen. Ich hätte ein bisschen Lust, einen zu Hause zu halten. Ich habe keinen Garten. Skalpissel? Kann ich den bei dir parken? Wäre das eine Idee? Guck mal, wie süß. Naja. Ein Kanal wurde es, der andere Spiel. Ja, genau, so muss man es machen. Was hältst du von den unterirdischen Unterschlüpfen in Gehege, in den Gehegen? Prinzipiell bin ich ein Fan davon, wenn du so Höhlen meinst. Habe ich jetzt, wirst du auch sehen, hast du, habe im neuen Zoo habe ich ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Habe ich da in einem Gehege auch umgesetzt. Okay. Ja, dann gehen wir von Anfang an. Wir haben angefangen hier mit den beiden Gehegen hier. Wir haben einmal das Gepardengehege. Da wollte ich eigentlich auch noch ultimativ viel verbessern. Ich glaube, wenn ich so anfange, mit was ich noch machen wollte, können wir uns das Ganze. Also, das wird kein schöner Stream dann. vor lauter Zweifel an mir. Von daher gehe ich ja nicht näher drauf ein im weiteren Stream. Auf jeden Fall das Gepardengehege. Wir haben das Lama-Gehege, mit dem wir viel Spaß hatten. Vor allem mit den unterschiedlichen Tieren. Ich erinnere hier an Winkes, an Skypistol, an Original und an Sari. Ich glaube, Sari hat aber einen anderen Namen. Hatten wir einen anderen Namen für Sari oder haben wir Sari genannt? Ich weiß gar nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall haben wir hier einen schönen Platz. Den finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Die Wege stören mich ein bisschen. Die gehen mit Sicherheit auch schöner. Wie gesagt, wir wollen uns hier hauptsächlich Ideen mitnehmen. Die Wegfindung hätte man besser machen können. Vielleicht einen Platz gestalten können und dann quasi die Stände drumherum. Also ansonsten finde ich das Grüne zwischendrin aber eigentlich schon schick. Und mit den vielen Laternen und so weiter. Aber ich glaube, das nächste Mal wird es ein Platz komplett mit diesen Holzbohlen und dann drumherum ein bisschen was. Die Originals, die leben noch, ja. Und zwar der Original als Elefant lebt noch und die Schildkröte auch. Können wir uns auch gleich nochmal angucken. Ja, ansonsten finde ich den Platz einigermaßen gelungen. Wäre wahrscheinlich noch kreativer gegangen, als die Häuser jetzt quasi so anzuordnen, mit jeweils einem Teil Platz zwischendrin. Ansonsten können wir uns bei Dunkel nochmal bei Dunkelheit den ganzen Zoo angucken. Finde ich das auch relativ schön gelungen. Genau. Schlangenhaus, also die Schlange, die werde ich mir merken, die werde ich so auch wieder einsetzen. Oder öfters mal. Ja. Ansonsten innen drin wäre es auch wieder kreativer gegangen. Ist aber nochmal ein Thema. Kann man ja dran arbeiten. Genau, da habe ich noch ein bisschen was gemacht gehabt. Das hatte ich euch, glaube ich, im letzten Stream schon mal gezeigt. Ja, genau, da hatten wir es ja auch von diesen Strahlern hier und dass man die sogar in den Boden mit reinarbeiten kann. Danke nochmal für den Tipp, Manu. Ja, da geht natürlich auch nochmal mehr bei den Brunnen. Aber da haben wir für den neuen Zoo auch ein bisschen was, wo wir optimieren können. Ja, ansonsten gehen wir einmal durch den Tunnel hier. Das funktioniert jetzt nicht ganz so toll, wie ich gedacht habe. Sehr diesig hier drin. Luft ist nicht gut. Und wir gehen dem Licht entgegen. So, und kommen hier oben raus. Ja, jetzt ist die ganze Kamera verwackelt. Genau, unser Großprojekt, würde ich sagen. Und zwar, man sieht es hier schön von hier oben, die Aussicht. Unser Safari-Gehege.
Mit nur drei Tieren, es wurden keine vier Tiere, da kämpfen zwei Elefanten. Ist es ein Original? Ein Original war beteiligt. Ausgewachsen, 71,8 Jahre alt, er lebt noch. Afrikanischer Elefant, Original AI, der dritte. Ja, großes Projekt, muss sagen, wie gesagt, ich würde es nicht mehr so machen. Ist aber wahrscheinlich auch die Größe vom gesamten Gehege ein bisschen überdimensioniert. Ihr solltet mich doch bremsen. In der Hülle fehlt Musik, ja, das stimmt. Tunnel hat was von Lara Croft. Wenn er im Tunnel einer fahren lässt, andersrum. Wenn da im Tunnel einer einen fahren lässt und dann noch aber anzündet. Ja, ja. Genau. Nee, würde ich in der Form nicht mehr so machen. Ich glaube, ich würde es allerdings auch den Großteil der Fahrattraktionen außerhalb des Geheges machen und nur einen kleinen Teil reinmachen. Ich glaube, es war einfach zu viel innen drin. Da habe ich mir im Gehege zu viel Platz weggenommen, zu viele Optionen weggenommen. Ja. Ansonsten ist es unheimlich schwierig, für mich zumindest das Gehege mit Leben zu füllen, und damit meine ich nicht Tiere. Kratzt er seinen Arsch? Hat er gerade seinen Arsch dran gekratzt? Naja. Feiglinge stehen bleiben und dann erst nochmal rülpsen. Sehr schön, sehr schön. Ihr seht im Titel explizit 18 plus. Ich weiß warum. Genau, würde ich auf jeden Fall anders machen, Safari-Gehege, aber man lernt ja mit jedem Zoo wieder ein bisschen mehr. Dasselbe haben auch momentan der Sky Pistol und ich bei Anno. Mit jeder Partie mehr, mit jeder Stunde mehr Spielzeit kriegt man wieder andere Sachen mit. Ja, man lernt doch. Genau, ansonsten, was soll ich sagen? Wasserfall, da wollte ich eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Ja, wollte ich noch machen. Ist dann dazu gekommen. Ansonsten finde ich hier die Flusslandschaft nicht so gut gelungen, wie es mir vorgestellt hätte. Ich habe gedacht, es wird schöner. Liegt aber, glaube ich, auch daran ein bisschen, dass ich mir das ganz anders vorgestellt hatte mit mehreren Gehegen. Ich glaube, dann wäre es auch komplett anders geworden. Ist der Ruf erst ruiniert und so. Pfui, James, pfui. So ähnlich, ja. Ansonsten, Löwengehege. Ja. Ich habe heute im Workshop, ich habe mal geguckt, was da gibt, was es da so gibt, hab's aber nichts benutzt oder nichts runtergeladen. Aber ich habe einen Felsen gesehen, der war wunderschön, komplett nur, also ein hier König der Löwenfelsen. Der war wunderschön. Dagegen stinkt der hier total ab. Ja, der war auch komplett nur aus Felsen gebaut, aus Savannenfelsen. Wäre, glaube ich, auch hier richtiger gewesen. Aber jo, mein Gott. Ansonsten, ich glaube, ich habe ein Bild gepostet. Die lagen auch schon hier oben. Hat so funktioniert. Ja. So, wir haben die angeleuchteten Bäume. Das will ich so ein bisschen wieder vielleicht ein bisschen beibehalten. Ein bisschen nachts auch für Stimmung sorgen. Wir haben den Blick hier unten. Oh, da habe ich jetzt auch lange nichts mehr gemacht. Gang ist, glaube ich, alle zahlreiche Erwachsene, zahlreiche Kämpfe wohl auch. Da mache ich jetzt aber auch nichts mehr. Aktivisten deswegen auch wohl. Ja. Wegen der Überbelegung. Apru! Pelamupi! Pelamupi! Da gehe ich vollkommen mit euch heute. Vollkommen mit. Mit einem schlechten Zustand einer deiner Tiere. Bam. Na, gegen Ausziehen habe ich ja auch nichts. Da war ja nicht mal Gegenwehr. Ja, ansonsten finde ich das mit dem Licht hier relativ gelungen. Also das werden wir in ähnlicher Form auch wieder einbauen. Da will ich aber auch wieder mehr, ein bisschen mehr. Aber ich finde, da geht auf jeden Fall noch was. Da hat ja Manu auch wertvolle Tipps hier geleistet, auch mit der Lichtfarbe und so weiter. Da werden wir auf jeden Fall nochmal ein ähnliches Gehege, vielleicht mit leisen Krokodilen. Oder so nochmal machen. Ich finde, da geht einiges. Ja, genau.
Ansonsten, der Wasserfall, der find ich wesentlich schöner, auch wenn er trotzdem nicht so schön aussieht, wie es mir vorgestellt hatte. Ansonsten die Felswand, wie gesagt, ich glaube, im letzten Spiel, im letzten Stream hatte ich es da schon mal drüber. Finde ich soweit gelungen. Geht natürlich noch schöner, vielleicht sollte ich weniger verschiedene Pflanzen verwenden. Das war aber noch so ein bisschen die Ausprobierphase, weil ich einfach wissen wollte, wie was wirkt. Da werden wir mit Sicherheit aber auch so eine Felswand auch wieder einbauen. Mitarbeiterdorf. Will ich auch wieder so machen? Ich finde die Idee, die zentralen Mitarbeitergebäude irgendwie zu zentralisieren und dann ein eigenes Dorf aufzubauen, auch wieder gut. Werde ich auch so wieder umsetzen im neuen Zoo. Ihr werdet es gleich sehen. Wir werden in 2, 3 Minuten oder so werden wir rüber switchen. Fela Mupi. Du solltest deine Zoos nach Darwin benennen. Überleben nur die Stärksten. Sag mal so, das System funktioniert. Auf jeden Fall finde ich eine gute Idee. Werden wir auch so wieder machen. Wir werden dann nur so wie gehabt hier diese Tierpflegerhütten, die werden wir auslagern. Ansonsten wird auch wieder mehr oder weniger alles an einem Fleck sein. Hat sich bewährt. Im neuen Zoo, darauf wollte ich noch hinaus, habe ich nur diese Standardgebäude gebaut. Einfach nur, damit ich ein bisschen Geld zu generieren, damit der Zoo erstmal läuft mit 2 Gehegen. So wie ich das immer mache. Und dann werden wir da auch wieder in die weitere Bearbeitung gehen. Ja. Genau. Das hatte ich ja mal zwischendrin gebaut. Das war aber nur so, weil ich Geld generieren wollte. Da hat man ein bisschen Geldprobleme. Da wollte ich einfach durch dieser. Ich wollte dieses Isabellbären ein bisschen ausprobieren. Und ich wollte. Der kratzt auch seinen. Ja, ich glaube, es ist so gewollt. Der kratzt sich auch da hinten. Da wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das hier mit Schnee ist. Das hatte ich auch noch gar nicht gehabt. Und diese Isabellbären kannte ich auch noch nicht. Genau. Ansonsten gucken wir uns kurz, weil wir hier in der Nähe sind, auch noch hier den Original AI an. Ist das der große? Nein, das ist die Godmother. Und hier haben wir Original AI, den vierten mittlerweile. 43,4 Jahre alt. Bedeutend näher am Original als der Elefant. Chat eskaliert, FSK 18, Boot ist eskaliert, überlampen. Man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen. Ich ignoriere euch gar nicht. Gut, dass man seine Hände nicht sieht. Halt, ich muss es bin an die Kamera halten. Hier. Wer weiß, wo die sind. Hier. Ich kann sogar hier am Kaffee meistens sogar. Aber ich kann ja die Maus auch schlecht hier oben steuern. Deswegen, und da ich Maus und Tastatur steuere, indem ich hier. Naja, ihr wisst, was ich meine. Die Hände sind schon da, wo sie sein sollen. Und damit meine ich Maus und Tastatur. Genau, haben wir noch was nett. Die beiden vorderen Gehege hatten wir. Das finde ich eigentlich auch eine nette Idee. Mit der Plattform in dem Fall sogar 3 Gehege abgegriffen. Ja. Ja. Werden wir auch so wieder in der Regel auch wieder sehen, vielleicht. Kommt ein bisschen aufs Konzept an vom neuen Zoo. Schauen wir mal. Da sind aber viele Spiele dran. Hornhaut. Ja, schon klar. Ihr könnt mich mal. Nein, Quatsch, habe ich nicht gesagt. FSK 18. So, ansonsten, wir wollen im neuen Zoo viel mit Statuen arbeiten. Schade, dass es nicht jedes Tier als Statue gibt. Da müssen wir mal uns über was überlegen. Was soll es wieder geben, was ich im alten Zoo hatte, in DB Europa. Es soll eine Eingangshalle geben oder so ein kleines Besucherzentrum, Besucherbereich. Das will ich wieder einbauen. Wie gesagt, ich will viel mit Statuen arbeiten und auch wieder so Plätze generieren, Besucherplätze. Da waren wir noch im Ostasien-Setting, haben wir da, das haben wir noch ein bisschen überlassen eben. Auch wieder so, also so Besucherzentren will ich ab und zu mal einbauen. Und jetzt, ja genau. In Warcraft bist du immer so allein, das stimmt. Und jetzt, Stunde der Wahrheit, Jungs und Damen. Wir besuchen den neuen Zoo. Habt ihr eine Ahnung, wo es hingeht? Wüste habe ich ja schon angekündigt im Discord. Es geht in die Wüste. Was glaubt ihr, welche Wüste wird's? Ich will hier ein paar Vorschläge sehen. Also Vorschläge ist falsch. Könnt ihr es erraten? In welcher Wüste, in welchem Landstrich
Der Erde, wo verschlägt's uns hin? Trennkost ist echt was Feines. Bier, Fleisch und Gemüse. Du weißt, Wüste Gobi. Ne, Wüste Gobi wird's nicht, leider. Genau, guten Appetit. Und du weißt ja, vier Bier sind auch, ja, von vier Bier wird man auch satt. Und dann hat man noch nichts getrunken. Genau. Sahara war ich am Überlegen. Aber nein. Aber nein. Nee, auch nichts geil. Und zwar habe ich mir überlegt, beziehungsweise ich habe Wüste angeklickt, habe mir den Kontinent überlegt und habe dann gesehen, das ist ein Bereich, der passen würde. Oh, ich sehe wieder grausam aus, sehe ich gerade mit diesem grünen Green. Wüste in Australien? Nee, ich glaube, Australien würde gar nicht gehen, glaube ich. Kommt man da hin? Kommt man nach Australien hin? Weiß ich gar nicht. Aber um das Ganze ein bisschen aufzulösen. Asien. Und zwar Arabia. DB Arabia. Auf der arabischen Halbinsel. Hier kann man sehen. Idee folgendermaßen. Nein, kein Sandkasten. Also Sandkasten im Sinne von, ja, es ist eine Wüste, aber kein Sandkasten-Modus, sondern Franchise-Modus. Aber worauf wollte ich hinaus? Und zwar, die Erde dreht sich, das ist ja schön für die Erde. Es wird so ein kleiner Eventpark. Und dadurch, dass es ja hier so, keine Ahnung, von Scheiß gesponsert ist, was alles seine guten und seine schlechten Seiten hat, aber, ja, wir können quasi jedes Tier, welches wir holen wollen, egal ob es dazu passt oder nicht, können wir holen, weil Geld spielt keine Rolle sozusagen. Zumindest bei uns in Gedanken. Das heißt, wir können auch Schnee einbauen. Alles kein Problem. Alles kein Problem. Von daher. Ja. Und dann starten wir einfach mal rein. Die Hauptidee bei dem neuen Zoo. Ja, ich weiß, Greenscreen mit grünem Hintergrund. Das ist aber nur im Ladebildschirm von diesem Zoo. Ansonsten passt das alles. So. Wüste. Wir gucken uns mal die Umgebung an. Wir befinden uns, wie gesagt, in Arabien. Ihr seht, im Hintergrund ist es ein bisschen gebirgiger hier. Wir sind von hier ein bisschen eingeschlossen, von Bergen. Haben hier unseren Ausgangspunkt. Der lässt sich übrigens auch noch anpassen, da muss ich aber nochmal gucken. Ich weiß von Streamern, dass das geht, dass man auch irgendwie in der Mitte der Karte so ein, wie so ein U-Bahnhof erstellen kann, wo man so sogenannte, diese Punkte hier, diese Gästespawner, kann man den verschieben, geht das vielleicht so, dass man die quasi, dass man die hier verschieben kann. Muss ich mir nochmal genauer angucken. Genau, die Oase, die erstellen wir noch, Chimes, absolut kein Problem, das machen wir noch. Idee des Zoos ist auf jeden Fall folgendermaßen. Ich will ja ein bisschen hier mit Höhen arbeiten. Ich will viel mehr mit Gebäuden arbeiten, mit größeren Gebäuden. Genau. Ansonsten, wir haben wie immer, das ist ja immer mein Start hier, das Gepardengehege. Und ich will, dass man quasi hier so ein bisschen ins Gehege runterguckt. Das ist eine andere Höhenebene, wie ihr gleich bei Tag auch ein bisschen mehr sehen könnt. So will ich arbeiten. Und es sollen aber auch Gehege geben, die ein bisschen, ich sag's mal, höher sind, die vielleicht auch nur durch Plateaus erreichbar sind, wo die Gäste Treppen laufen müssen. Also ich will verschiedene Höhenelemente drin haben. Damit will ich ein bisschen spielen. Und eben größere Gebäude, vielleicht ein kleines Affenhaus. Ja, ansonsten soll es auch ein begehbares Gehege geben. Wir wollen ein bisschen Oasenflair einbauen. Wir wollen viel auch hier mit einem kompletten Teich in der Mitte irgendwo planen, wo wir alles drumherum bauen. Ansonsten die Wege habe ich einfach mal so quer gebaut, dass ich so einen Anhaltspunkt habe, wie ich was mache. Mitarbeiterdorf, wie ich es eben schon erwähnt habe, ist wirklich rudimentär. Das wird noch komplett umgebaut. Das ist einfach nur mal, um ein bisschen Geld zu scheffeln, damit wir das auch schöner machen können, ohne Geldzwänge.
Ja. Genau. Ansonsten, hier sieht man so den Blick hier ins Gehege rein. Wir müssen die gleich auch noch wirklich etwas mehr anpassen und mit Leben füllen. Ansonsten hier, Sky Pistol, du hast es erwähnt gehabt, wir haben hier so ein bisschen Höhlen, so eine kleine Höhle, die jetzt aber mehr, die ist nicht so in die Natur reingebauen ist, sondern in dem Fall ein bisschen hier mit Felsen gearbeitet worden ist, will ich aber auch noch verschönern. Das ist mal erstmal nur pro forma, dass die auch wirklich das Gefühl haben, wir haben hier ein Dach über den Kopf. Stabiler Rückzugsort ist gegeben, von daher, da kümmern wir uns leid drum. Und wir haben als zweite Tierart Spießbock. Spießböcke. Die sehen folgendermaßen aus. Da müssen wir auch gleich noch für Lebensqualität sorgen, indem wir das Le Ich habe jetzt ja nur Natur gebaut. Tickets sind sehr teuer. Ja, die waren sehr günstig, deswegen habe ich sie angepasst. Das war aber wohl ein bisschen zu viel. Okay. Jetzt glaube ich erstmal, dass ich die Meldung hatte, dass es zu teuer ist. Auf jeden Fall, das müssen wir gleich noch als erstes machen. Lass mal die Gehege befüllen. Und ja. Finde ich auch sehr interessante Tiere mit den langen Hörnern. Die Spießböcke. Genau. Worauf wollte ich noch hinaus? Ja, also wird alles wieder schön. Ich will nicht zu viel auf später verlagern. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Übrigens kriegen die Tiere jetzt auch, ich glaube, das wurde irgendwann mal erneuert, die kriegen jetzt auch so Essen, selbst wenn man gar kein Essenstablett und so weiter baut. So, Rotationsfutterspender. Moment, wir haben hier und hier jeweils. Wir wollen ja auch ein bisschen den Gästen was bieten, deswegen bauen wir den vielleicht leicht mittig auf. Vielleicht hier zwischen die Bäume ein bisschen. Komplett in die Mitte vielleicht das Zebra. Den Kratzpfosten, den würde ich gern irgendwo einbauen. Und zwar ich hätte es gesagt, in ein Gebäude, aber da nicht. Aber vielleicht in den Fels rein. Das war so meine Idee vielleicht, dass wir das so ein bisschen. Macht das Sinn? Nee. An Baum dran. Würde das so gehen? Nee. Ist die Frage, ob es dann benutzt wird. Haben wir einen relativ geraden Baum? Leider nicht. Okay, überlege ich mir noch was. Ich baue ihn aber erstmal trotzdem hier ran. Vielleicht so. Nee. Nee, muss ganz raus, muss ganz raus. Dann stellen wir erstmal hier hin. Reibetafel. Die können wir vielleicht aber hier dran bauen. Ich will jetzt ungern so in der Mitte alles stehen haben. Ich will vielleicht an. Da, vielleicht jetzt an den Baum ran. Ich will ein bisschen mehr mit der Umwelt agieren. Pappkarton. Und natürlich ein Sprinkler. Wo wollen wir den? Es ist sehr heiß in Arabien. Den Sprinkler vielleicht auch wieder mehr in die Mitte vielleicht. Sind das Leopardenmuster oder Gepardenmuster? Können wir mal vergleichen. Ne, Geparden nicht. Das müssten Leoparden-Leggings sein, glaube ich. So, ansonsten sieht es auch wieder mehr sehr leer aus, das Gehege. Es geht allerdings an Pflanzen, geht gar nicht mehr so viel. Ich bin hier schon relativ an der Grenze.
Das heißt, wir müssen eventuell wieder mit Steinen arbeiten. Ja. Das können wir doch aber machen. Ich würde hier auch wieder die Savannenfelsen nehmen. Die passen hier am besten rein. Am besten wieder meine Hinkelsteine. Leicht in den Boden rein. Mit der Umwelt agieren, sprich, Sprache ist unterwandelt, die Wüste. Bier schon wieder alle, warum ist das immer so schön leer? Sowas. Die Wege sehen so aus, als ob du vorhin schon so getankt hast. Schon gut getankt hast. Nee, ich habe nichts getankt einerseits und andererseits wollte ich so ein Schlangenmuster haben, so ein bisschen. Und ich denke, das ist mir gelungen. Wird schon wieder dunkel oder was? Nee, es geht, glaube ich, erst rauf. Ja, 9, ja, 9, okay. Dacht schon. So, wie sieht die Zufriedenheit aus? Ernährung. Qualität. Ah, die Qualität, die können wir natürlich auf jeden Fall noch hochstellen. Selbst jetzt beim Neustarten eines Spielstands ist es hier noch vertauscht. Das ist eine Sache, die jetzt, die finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber gut, okay. Naja. Ja, ansonsten, was haltet ihr von der Idee Oase? Also ich will auch ein bisschen außerhalb der Gehege und außerhalb der Wege so ein bisschen für Stimmung sorgen. Das heißt, ich überlege auch so in der Mitte der Karte vielleicht einen riesen Teich zu gestalten, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben. Wir waren bei, ich glaube, 17.000 oder so, als ich das beiden Gehege fertiggestellt hatte. Also wir hätten noch ein bisschen Puffer gehabt. Aber ansonsten will ich, habe ich dir gehalten, dachte ich mir, baue ich erstmal die Gehege, ein bisschen Geld, damit wir sich auf finanziell sicheren Ding stehen. Und dann, wie gesagt, bauen wir uns erstmal dann hier eine Oase so in der Mitte, wo man den so vielleicht auch ein bisschen drumrum oder dran bauen können. Und ja, vielleicht können wir uns ein oder andere Gehege, sowas wie Leisten-Krokodile, Ganges-Gaviale, vielleicht auch reinbauen, vielleicht auch Affengehege oder so, Gorillas zum Beispiel, die ja nicht das Wasser überqueren, vielleicht auch dran bauen, das wäre eine Idee. Ich bin kein Fan von weitläufigen Einblickmöglichkeiten, Sky, deswegen habe ich, hier ist es mir ein bisschen besser gelungen, so ein bisschen entgegengesetzt, quasi diese Einblickmöglichkeiten zu machen, aber ansonsten bin ich kein Fan davon. Oh, das ist direkt mal defekt. Bin ich kein Fan davon, das komplett breitwein, also weil ich will, dass ich will den Blick, auch wenn es vielleicht in der Spielmechanik da keine Möglichkeit gibt oder das egal wäre, aber ich will immer kontrollieren, was die Zuschauer sehen und will immer hier kontrollieren, auf was die einen Blick haben und das will ich irgendwie geordnet wissen. Und deswegen will ich maximal so zwei Einblickmöglichkeiten haben. Genau. Ich mag es auch nicht, zu viele von diesen Spendenboxen zu haben, auch wenn die nichts im Unterhalt kosten. Meines Wissens zumindest. Ja, will ich da nicht zu viele haben. Ich finde hier schon 4 pro Gehege schon fast zu viel. Die Spießböcke müssen noch erforschen, die hatte ich noch nicht. Das sind wir dabei. Krokodile im begehbaren Gehege geht leider nicht, schon versucht. Oder habe ich mich versprochen? Ich meinte nicht im begehbaren Gehege. Ich meinte, wenn ich jetzt quasi hier die Oase baue, dass ich die dran baue. Dass ich die quasi, wie soll ich das sagen? Dass ich dafür sorge, dass die Krokodile oder in einem Teil der Oase schwimmen können. Habe ich es verständlich ausgedrückt? Wenn nicht, kann ich es dann auch nochmal zeigen, wenn es dann soweit ist, spätestens. Ja, ansonsten, genau, will ich halt für möglichst wenig Einblickmöglichkeiten sorgen. Ich will hier auch ein bisschen, da kann man auch ein bisschen mit Palmen noch ein bisschen arbeiten. Das wird auch sehr außerhalb der Gehege sehr palmlastig werden, hier die Wege, aber auch jetzt nicht zu überladen. Will ich es nicht machen. Ich will den Großteil wirklich in der Mitte, bei der Oase ein bisschen machen und möglichst dafür sorgen. Ansonsten,
will ich viele dieser Betonbarrieren einbauen, die man farblich anpassen kann. Gruß geht raus an Sky Pistol, die soll werden aber nicht schneeweiß werden. Und ja, schauen wir mal, was da noch so geht. Der Techniker, der hat momentan zu viel zu tun, oder die Wege sind zu weit, das weiß ich jetzt nicht. Wo haben wir den denn? Er arbeitet zumindest. Ah ja, ist schon direkt am Wasser, habe ich gerade gesehen. Nie Rebecca klaut. Ja. Ansonsten, es wird ein relativ klassischer Zoo. Wir nehmen das Klassikthema so ein bisschen. Kein Sicherheitsdienst für Verbrechen, das ist am Anfang aber nicht so wild. Das heißt, das klassische Setting werden wir ein bisschen ausbauen und dann machen wir einfach mal ein bisschen weiter. Gebhardt wird bald Nachwuchs haben, das freut uns, wunderbar. Rafiki, komischer Name für einen Gebhardt. Und hier Nachwuchs erwartet. Die ist zwar hier nur, hat nur eine weiße Wertung, allerdings 50% fruchtbar, 50% Immunitätsgen und der Rest ist gut, von daher das passt. Und da müssen wir uns jetzt noch was überlegen fürs Gehege. Die habe ich aber noch bisher noch kaum erforscht. Spieß. So, Futterspender hängend. Der müsste auf jeden Fall rein. Macht der hier Sinn? Glaube nicht. Futterspender fast klein. Genau, da habe ich mir mit dem Unterschlupf hier Gedanken gemacht und habe so ein Gebäude reingebaut. Also Gedanken gemacht, das ist übertrieben. Aber hier habe ich es so gelöst. Schauen wir mal, ob wir das so lassen. Ansonsten haben wir auch hier eine Reibesäule, die aber ein bisschen anders konzipiert ist. Bekommen wir die hier reingearbeitet? Wollen wir das? Sieht das gut aus? Wir probieren es einfach mal aus. Mit der Umwelt interagiert. Sehr müde. Ja, ihr seht, es geht hier bergauf. Wir machen pro Zoo-Jahr ungefähr 10.000 plus, sogar 8.000 plus im Durchschnitt läuft. Wir sind auch gerade mal, im Jahr 2. Ich hatte, glaube ich, ein halbes Jahr vorsimuliert oder gespielt, bevor ich hier rein bin. Der nicht vorhandene Grüne in mir ist stolz auf dich. Sehr schön. Das freut wiederum mich. Dann wäre die Frage, Geld haben wir ja, dann können wir eigentlich die Oase sogar direkt machen, zuerst. Vielleicht hier hinter den Mitarbeitern. Ist das ungefähr die Mitte? Das ist ungefähr die Mitte, ja. Okay, dann machen wir die zuerst. Wir drücken erstmal gewaltig mit mehr Größe. Die Frage, wie groß wir die haben wollen, in welchem Ausmaß. Sieht gerade alles ein bisschen wie Minecraft aus. Zu groß? Nee, oder? Ich glaube, so ungefähr von den Ausmaßen her habe ich es mir vorgestellt. Vielleicht noch ein bisschen mehr.
Wir kletten das Ganze. So wie ich meine Haare täglich klette. Deswegen sitzen sie auch immer so gut. Ja, wenn man in der Wüste Anpassung vornimmt, wird ja auch alles quasi grün. Es wird schon wieder dunkel her. Hey, hey, hey. Ausmaße, so okay. Hey, das hat sogar, lustigerweise sieht es so ein bisschen aus wie ein Tier. Wie ein komisches Tier, aber... Boah, wir haben, also wir, okay. Genau, super schönes Geräusch, Kletten. Kletten, oh mein Gott. Wir könnten rein theoretisch auch von oben hier so ein Tier darstellen. Weil, wenn wir wirklich so eine Art Themenpark machen, oder so, ich sag's mal so, Geld spielt keine Rolle, und dann könnte man quasi hier ein Tier, ich weiß nicht, ob ich ein Puma. Ja, das hier ist ein. Das sieht aus wie ein verkrüppelter Puma, aber rein theoretisch können wir hier auch so ein Tier machen. Wollt ihr es eher natürlich oder wollt ihr irgendein Tier zeichnen? Ansonsten müsste ich mir, glaube ich, mal angucken, wie Oasen wirklich aussehen. Um das so hinzukriegen, dass es halbwegs passt. Dass es auch gut aussieht. Ich mag ja Skorpione. Wie soll ich denn... Können auch ein Löwenkittel sein. Wie soll ich einen Skorpion hier reinbekommen? Also, Skorpion hier... seitlich? Mit dem Schwanz hinten quasi? Nee. Naja, ich lasse es erstmal so. Wenn ihr da noch Ideenvorschläge habt, lasst es mich wissen. Ansonsten wäre die Frage, ob wir das Gelände hier komplett als Wüste lassen. Wie sieht denn so eine Oase aus? Das ist eine gute Frage. Ist das komplett Wüste? Feiner Sand? Grober Sand? Der Standard hier auf der Karte ist, glaube ich, das ist feiner Sand. Die Wüste besteht eigentlich aus feinem Sand. Macht das Sinn hier, das als Sand zu machen? Vom Sand direkt ins Wasser? Oder ist das eigentlich Erde? Was ich interessant finde, was mir noch nicht so aufgefallen ist, weil ich bisher in anderen Biomen nicht so gespielt habe, es sieht hier alles ein bisschen anders aus. Also im Prinzip, also zumindest hier von der Struktur, sieht es ein bisschen anders aus. Ich glaube hier dann letztendlich im Game nicht, aber... Es sieht hier alles ein bisschen, die Erde sieht hier ein bisschen anders aus, also wenn ich mal so ranzoome. Es sieht, in der Wüste sieht die Erde leicht anders aus als in anderen Biomen. Das finde ich halt interessant. Streng dich halt mal an, Sky Pistol. Ich weiß, was ich kann. Naja, finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube ansonsten, ich glaube das Grüne macht mehr Sinn. Das Gras so ein bisschen am Rand. Ich stelle mir gerade vor, wie er den Bart erstmal jeden Morgen klettet. Dauert vermutlich länger, als wenn Frauen im Bad sind. Dadurch, dass ich den Bart doch momentan relativ oft stutze, braucht er sehr wenig Pflege. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Warum stellst du dir so etwas vor? Das ist die Frage, James. Die musst du stellen. So, wir gucken, was wir an Palmen haben. Bevor ich aber Palmen hinsetze, müsste ich wahrscheinlich erstmal gucken. Stechpalme. Wir gucken uns die Palme einfach mal im Detail an. Die Dattelpalme, die finde ich aber nicht so schön. Die Kohlpalme. Ist okay. Aber am schönsten finde ich immer noch die Kokospalme, wobei die Kokospalme, glaube ich, nicht
zu diesem Setting passt. Wir haben so kleine, okay gut, das ist ja jetzt eher Palmlilie. Und hier die Stechpalme. Finde ich allerdings auch nicht so schön. Ja, also Dattelpalme. Kann man benutzen. Die sieht, ich weiß nicht, Kohlpalme gefällt mir jetzt eigentlich gesagt nicht so. Die ist auch eher so, ah, okay, was, können wir mal gucken, südmittelamerikanisch eigentlich. Die Dattelpalme wäre auch wirklich der Bereich hier. Die Kokospalme kommt auch in Afrika vor. Die Stechpalme wiederum auch, aber die gefällt mir, das ist ja keine, für mich keine Palme in dem Sinn. Auch wenn sie so genannt wird. Und die Dinger, ich glaube, die werden wir nicht so oft einbauen. Sind eher Kakteen. Ja. Ich habe zu viel Fantasie, Sky Pistol. Dein nächstes Bier gibt ein Cola. Von Cola bin ich fast komplett weg. Havanna! Cupra Liebe ist auch nicht mein Ding. Dann eher Fireball. Was ist Fireball? Fireball sagt mir ehrlich gesagt so nichts. Man muss sagen, Cola-Mix-Getränke. Ja, ja. Damit. Sky Pistol weiß es. Also gerade Whisky-Cola. Da kann man schon feine Sachen. Ah, okay. Haben wir das klappt ein Sprite. Sprite. Nicht schlecht. So, was steht denn hier noch so in der Wüste, was ja standardmäßig generiert ist? Wüsten, Eisenholz. Nordamerikanisch. Und jetzt sind hier. Ja, geil. Da passt ja mal gar nicht rein. Steht aber hier ganz oft rum. Der ist hier eingewandert. Na? Ist er außerhalb von der Karte? Ist er. Man sieht es hier an den weißen Linien. Deswegen konnte ich ihn nicht anklicken. War das eine Meldung, dass es wieder zu günstig ist oder was? Sehr günstig. Ihr habt es dann nicht mehr alle. Schmeckt nicht so süß. Havanna Ginger Ale, auch geil, ja. Ich bin auch ein Fan von, aber das ist dann halt die auch wieder doch mehr süß. Und zwar von Flying Hirsch. Jägermeister Red Bull oder Jägermeister Energy. Ich ahne etwas. Irgendwann müssen wir alles zusammen einheben. Definitiv. Sari. Wir wohnen ja auch, also gut, Sky Pistol, Sari und ich, wir wohnen ja sowieso relativ nah beieinander innerhalb von ein paar Kilometern. Da muss der Chimes einfach mal runterkommen. Der wohnt ja auch nicht so weit weg. Ja, genau, Jägermeister Red Bull, es waren noch andere Zeiten, Chimes. Ich habe das auch schon lange nicht mehr getrunken. Aber ich glaube, ich hätte mal wieder Lust drauf. Ich hätte mal wieder Lust drauf. Okay. Gummibärensaft, ja. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Sari, ich hatte mir überlegt, weil wir das ja der letzte Mal hatten mit diesen Videos angucken, YouTube-Videos angucken und Intros und alte Intros. Das könnte man ja auch mal so als Reaction-Video im Stream machen. Was hältst du denn davon? Mit ein, zwei ausgewählten Leuten noch. In den Sprachkanal gehen, Reaction, quasi in Intros der 80er, der 90er anhören, die Serien und da könnte man Spaß haben, glaube ich. Okay, Palmen, Kohlpalme. Kannst du auch mit anderen Energy Drinks trinken, geht aber auf den Magen, ja. Am besten läuft immer noch der Unterberg. Oh, hör mir auf mit Unterberg. Nicht so meins. Ich habe noch keine richtige Idee für die Oase. Was ich cool fände, das könnte man auf jeden Fall machen.
Und zwar, vielleicht sogar mit unserem hier altbekannten Ding. Ich mach's mal nur mal vor. Das werde ich wahrscheinlich gleich wieder wegmachen. Aber einfach so als, als Visualisierung. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das kann cool werden. Und zwar, hier ist so eine Plattform raus. Und hier ist so eine Art, kein Besucherzentrum jetzt in dem Sinne. Aber hier so ein paar Verweilsachen. Bänke, Tische und sowas. Dass man so quasi in die Oase reingucken kann. Man hat einen geilen Blick. Und dann vielleicht sogar mit Blick auf ein anderes Gehege. Irgendeine Tierart, die nicht übers Wasser gehen kann. Die dann quasi, wie Gorillas zum Beispiel, die dann, wo dann hier das Gehege wäre. Genau, Chimes, auf geht's, Koffer packen. Dann machen wir hier mal einen drauf. Aber das ist halt auch schon Hardcore irgendwie. Unterberg. Unterberg wäre nicht so mein Ding, wenn dann Bier und Korn. Korn ist auch nicht so meins. Aber da werden wir uns schon einig. SPN-Klassentreffen, yay. Ja, also das hier, das mit diesem, ich sag es mal, mit diesem, wie soll ich es sagen? Gibt es einen speziellen Namen? Aber hier mit diesem Bereich im Wasser drin, das könnte was werden. Ich glaube, das wird auch richtig cool. Ich weiß nicht, ob ich ein Visum bekomme für die Pfalz. Bin ich zu kaisertreu? Ach, Quatsch. Noch kein Sicherheitsdienst, aber das ist nicht schlimm. Ansonsten haben wir Gewinner Spenden, haben wir was bekommen. Sehr gut. Veterinärforschung ist hier komplett abgeschlossen mittlerweile. Fast. Ja, sowas in die Richtung stelle ich mir vor für die Oase. Schauen wir mal. Nur eine Idee, aber genau. Wir jonglieren momentan mit ein bisschen Ideen. Genau. Ansonsten können wir mal hier mal gucken, wie geht's den Springböcken. Für die benutzen jetzt hauptsächlich hier diesen Futterspender. Haben wir noch ein bisschen was für die Spießböcke? Nicht Springböcke, Spießböcke, Herr Bodes. Eieiei. Glasboden könnte man natürlich auch machen, Sky Pistol. Komplett. Nee. Nee, halt. Glasboden. Ah, du meinst. Okay. Du meinst in diesem Bereich überm See? Der begehbar ist? Müsste dann ein Weg sein. Oder kann man einen Glasboden haben? Und kann einen begehbaren Bereich weit drauf machen? Geht das? Architektur, Glas. Ich will erstmal einen Stream zum Laufen bringen. Dann können wir nochmal drüber reden. Dann macht das. Ich hatte mir überlegt auch, vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit, und zwar den kompletten Besucher, also komplett alle Wege mit diesen natürlichen Wegen zu machen. Das wäre. Mit einer dieser Begrenzungen quasi, wobei ich dann glaube ich so eine Zune bevorzugen würde, habe ich mir auch überlegt, den kompletten Bereich, dass die Leute quasi hier im Sand laufen, so ein bisschen, und nicht diese klassischen Wege zu benutzen, ist auch noch eine Idee. Genau, ansonsten mal kurz wieder nachholen. Bestimmt kann man die Glaswände als Boden benutzen. Sieht man dann einfach auf dem Boden, gibt auch klar Flachdächer. Ja, genau, das mit den Flachdächern habe ich ja hier probiert gerade.
Also es scheint zu gehen, man kann auch drauf laufen. Das müssen wir vielleicht noch hier ausprobieren. Ja gut, das ist jetzt aber sehr... Das ist so natürlich schlecht möglich. Probieren wir aus, behalten wir uns im Hinterkopf, Sky Pistol. Will ich jetzt gar nicht so viel... Ich will ein bisschen vorankommen. Aber als Idee merkt man das, also dass wir das vielleicht auch klassenmäßig machen. Oder... Was ich mir auch vorstellen könnte, ich hatte es ja gerade eben hier schon hier reingebaut quasi, dass man in der Mitte so ein Glasbereich, dass man so runtergucken kann quasi. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ansonsten ist vielleicht ein bisschen ehrgeizig, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir hatten ja im Ganges Gravialgehege die vorhin schon erwähnten Unterwasserbeleuchtungen, dass man hier die gesamte Oase so ein bisschen ausleuchtet. Aber das ist ein Megaprojekt, glaube ich. Und wahrscheinlich eher was für den letzten Feinschliff. Ansonsten geldmäßig geht's uns gut. Das heißt, wir können erstmal Wulas Archer hier begrüßen. Wo ist er? Sei gegrüßt. Ja, hi. Ah ja, ah ja. Cooler Typ. Oh, heiß ist dir, ich musste lange Strecken zurücklegen, das stimmt. Okay, nee, wir können quasi hier den Mitarbeiterbereich machen. Das wäre auf jeden Fall noch ein Thema. Wir können ein begehbares Gehege machen. Oase, wie gesagt, habe ich noch keine Idee. Da würde ich mich vielleicht erstmal noch inspirieren lassen von richtigen Oasen. Vielleicht da auch. Vielleicht da. So kitsch. Moment, Moment. Mehrere kleinere Oasen wäre auch eine Idee. Muss halt aufpassen, dass es nicht klippt. Nee, zu kitschig, oder? Kitschig, sorry, was hast du mit kitschig gemeint? Da bin ich gerade raus. Was haltet ihr die Idee, die Wege komplett anzupassen, dass es wie so ein wie so ein begehbarer Weg aussieht? Nur ein Teil, achso, zu kitschig mit der Beleuchtung. Okay, das würde nur ein Teil beleuchten. Na, wir gucken mal, wir gucken mal. Ich glaube, das gefällt mir jetzt wiederum nett. Es sei denn, wir würden es anmalen. Mit Erde. Schwere Erde macht keinen Sinn. Leichte Erde sieht relativ cool aus mit diesen Rissen, finde ich. Fels sieht scheiße aus. Grober Fels erst recht. Das ist der normale Sand, den wir hier haben. Der grobe Sand. Nee, das macht wiederum keinen Sinn. Oder Gras als Weg. Nee. Nee. Erde wäre ein Thema. Was meint ihr? Sieht das nach was aus? Oase per se ist ja auch eher eine kleine Stadt. Wenn man das komplett macht, hat man viele kleine Stadtteile da, eine mehr beleuchten, andere weniger. Ich würde natürlich den natürlichen Weg ohne Gelände nehmen. Genau, Chimes. Ja, Geländer sehen hier wirklich bescheiden aus. Die Geländer will. Also, meinst du die Geländer hier? Die finde ich eigentlich. Die will ich haben. Wir gucken uns nochmal die verschiedenen Möglichkeiten an hier. Und ein letztes haben wir vergessen. So, also wir haben einmal hier quasi nur so Holzpflöcke. Einmal ist jetzt auch noch.
Dunkel. Ist ja super. Einmal quasi, was war denn das, was war denn der Unterschied? Mit unterbrochener Begrenzung. Ein natürlicher Weg, der dann Gelände mit unterbrochener Begrenzung teilt. Gute Frage. Gute Frage. Mit durchgehender Begrenzung. Also, das ist auch wieder dasselbe. Historisch gesehen ist Sand für Wege eher falsch. Ja, die Bordsteine meine ich. Finde ich nicht so schön, wenn man Sand verwendet. Ah, okay, gut. Ich glaube, ich würde es mit dem Erde probieren. Aber hier, diese Abgrenzung, die finde ich besser als nur diese Holz. Ich glaube, die machen eher Sinn wie, in begehbaren Gehegen vielleicht. Ansonsten, also Sand macht auch keinen Sinn, sehe ich genauso. Ansonsten würde ich aber hier diese kleine Begrenzung. Beziehungsweise, es gibt doch noch hier Geländer. Was passiert, wenn ich das mache, mit diesem kombiniere? Höheres Geländer? Und dann... Dann eher die Pflöcke. Boah, ich weiß ja nicht. Wie sehen denn die Pflöcke aus? Mit Geländer oder kann ich das nicht auswählen? Das sind die Pflöcke. Das sind die Pflöcke nach oben. Okay. Na, ja, das ist einfach nur ein Geländer. Die Pflöcke gibt's da nicht mehr. Was haltet ihr? Komplett Gelände? Boah, das ist so eingeschlossen, glaube ich. Ich glaube fast, dass ich das Thema nochmal vertage. Ich mache auch nochmal Gedanken. Okay. Was ich noch ganz interessant finde, dass ich bin vorhin mal durch die Supedia gegangen. Es gibt zwei, wenn ich jetzt keins vergesse, zwei Tiere, die überhaupt nur auf der arabischen Halbinsel leben, die hier im Zoo integriert sind. Kleine Raderunde, welche Tiere sind das? Ich bin auf beide nicht automatisch gekommen. Typisch deutsch, wir vertagen die Frage, wie die Wege auszusehen haben. Tja. Nee, was denkt ihr, welche Tier oder welche Tiergruppe vielleicht, um es ein bisschen einfacher zu machen, welche Art von Tiere lebt auf der arabischen Halbinsel, die es in Planet Zoo gibt? Sari ist für offen. Ja, mach mir Gedanken. Also nur die Holzpflöcke gefallen mir, ehrlich gesagt, gar nicht so. Und ich will eine Abgrenzung haben von den Wegen in begehbaren Gehegen. Nee, Gazellen lustigerweise nicht. Du meinst die Antilope, oder? Die gibt's nämlich hier nur, die Antilopen, ja, die gibt's nur hier. Hat jemand noch eine Idee? Aber wie gesagt, also bei der einen Rasse würde ich sagen, ja, da kann man drauf kommen. Bei der anderen hätte ich die überhaupt nicht auf der arabischen Halbinsel vermutet. Wir gucken uns das auch gleich nochmal in der Sonne an, wie das hier wirkt. So, ansonsten haben wir die hier fertig erforscht. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mal noch die Qualität hochsteigern. Auf Qualität 3. Und können mal ins Gehege gehen beim Spießbock. Und können noch gucken, ob noch was geht. Die haben aber eigentlich relativ wenig. Insgesamt. Können wir hier noch so einen Greifball reinarbeiten. Und wir haben den ersten Nachwuchs hier. Oh, bei den Geparden dann auch.
Oh, haben die kleine Hörnchen. Kleine Friese. Gucken wir uns gleich nochmal am Hellen an. Dann müsste bei den Geparden auch schon soweit sein. Lauter die Meldung wahrscheinlich übersehen. Ah, jo. Erstmal kacken, hast du vollkommen recht. Buschhupen. Unbedingt, unbedingt. Aber Pferde haben wir ja nicht im Moment. Nee. Kamele, Spießbock. No, alles falsch. Und zwar sind es einerseits die Flamingos. Die ist aber einfach überall auf der Welt zu finden. Beziehungsweise hier, wir können es einfach mal aufmachen. Geh nochmal in Supreme rein. Die Flamingos. Das sind die, wo ich sogar gesagt habe, da hätte man drauf kommen können. Weil die quasi hier komplett am Rand von Afrika, in komplett Europa, ihren natürlichen Lebensraum haben und auf der gesamten Halbinsel. Und man möchte es kaum glauben, aber es sind die Wölfe. Also es ist hier minimal, wie man sieht, aber es gibt Bereiche auf der arabischen Halbinsel, da sind Wölfe zu Hause. Wieder was gelernt. Hashtag Bildungsstream. So, es wird wieder hell auf der arabischen Halbinsel. Das heißt, wir gucken uns die neuen Kinder an. Zucker. Zucker. Sehr, sehr schön. Dumm nur, dass der Bildungsstream ab 18 ist. Ja, das stimmt. Da müssen wir uns noch ein neues Konzept überlegen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wunderbar. Wunderbar. Punkte zählen bei den Geparden. Ja, lass mal. Lass mal. Okay. Wie sieht es da naturtechnisch aus? Da sind wir jetzt auch. Wir haben noch ein bisschen Puffer, aber es sieht auch nicht unbedingt ultra krass gut aus. Machen wir da aber auch noch ein paar Felsen rein. Vielleicht jetzt aber keine Savannenfelsen. Vielleicht ein bisschen gemäßigte Felsen. Sonst wird es, glaube ich, zu gelb. Wir warten noch ein bisschen, bis es komplett hell ist. Es wird zwar hell, aber die Sonne ist noch nicht da. Liegt aber vielleicht ein bisschen an dieser gebirgigen Gegend hier. Beschleunigen das Ganze. Sieht so ein ganz, also muss man ein bisschen anpassen, aber es sieht wie so ein bisschen wie Puma aus. Vor allem, wenn man es so flach macht. Okay, also geldtechnisch sind wir wirklich hier mit zwei Gehegen super gut aufgestellt. Das passt auf jeden Fall. Das heißt, wir können bald auch den Mitarbeiterbereich komplett neu anpassen, Mitarbeiterdorf bauen. Da wäre die Frage, ob man das da belassen sollen, wo wir das hinsetzen, je nachdem, wie es in der Oase weitergeht. Wenn wir die Wege komplett anpassen, würden auch diese Wege anders aussehen. Oder? Wäre die Frage. Das wäre die Frage. Das wäre echt die Frage. So, ansonsten bauen wir hier mal ein paar Felsen rein. Dann nehmen wir hier die Kohlpalme. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir wollen es nicht zu grün machen, weil die Oase soll so den grünen Punkt gestalten. Oh,
Und du noch kann man nie mehr sehen. Ich glaube, mit Kakteen können wir hier auch richtig gut arbeiten. Bayern vs. Dortmund ohne Zuschauer klingt aber auch sehr, sehr komisch. Wie viel steht's denn? Ist was passiert? Original, ja, da sind wir bei dem Thema. Original geht's meines Wissens gut, alles okay. Aber er hat Internetprobleme, das heißt, heute Abend gibt's ja noch den Winkes Warcraft Liga-Duell. Und eventuell nur mit mir alleine. Weiß nicht, ob er es noch gefixt bekommt bis heute Abend. Der Router macht scheinbar Probleme. Ja. Jetzt Anschluss zur zweiten Halbzeit. Einzel Bayern, 43 Minute. Okay. Mit Menschen im Original, das war mir schon klar, ja. Genau. Ne, er hat Router-Probleme. Mal gucken, wie gesagt, ob er es gefixt bekommt. Ansonsten mache ich das Liga-Duell heute alleine. Morgen würde schon das Neue anstehen, von daher mal schauen. Kann aber sein, dass ich dann einfach alleine dann regle. Ich glaube, er hat es benutzt. Sehr schön. Okay. Ja, so in dem Stil, wie ich es jetzt hier gemacht habe, will ich auch so den gesamten Zoo so ein bisschen machen, außerhalb der Oase. Halt nicht zu überladen, also ich will nicht zu viel Grün reinbauen, weil... Ich stelle mir so vor, dass die Oase so richtig grün wird mit, keine Ahnung, vielleicht doch mit viel Gras. Das gucken wir uns mal an. Langes Gras wird es vielleicht nett. Vielleicht hier sogar komplette Bereiche, die hier so ein bisschen grün werden. Oder hauptsächlich grün. Können wir den gesamten Uferbereich komplett grün machen? Mal gucken, wie das aussieht. Doch mal mit langem Gras. Weil das lange Gras sieht man ja nur, wenn man richtig rangeht. Was mir gut gefällt, dass die Gehege abgesenkt sind. Wirkt schön, danke. Wie gesagt, das will ich ja ein bisschen forcieren hier in dem Zoo. Dadurch, dass wir vielleicht auch mal, vielleicht sogar ein Gehege bauen, das komplett über, nicht über den Wolken schwebt, aber was hier komplett oben ist. So eine Art Plateau, vielleicht auch sowas mal einbauen, komplett abgesenkt, also ich habe zwar jetzt hier beide im selben Stil gebaut, will ich aber eigentlich nicht beibehalten, beziehungsweise, ich will schon mit den Höhlen ein bisschen spielen, aber nicht nur diese abgesenkten Gehege machen. 2-3 Bäume aus dem Wasser raus. Ja, ich will erstmal so die Grundstruktur machen, Bäume und so weiter, das kommt alles ja noch. Na, bin nur nicht so ganz zufrieden. Wie gesagt, ich werde mir aber auch nochmal vom nächsten Stream auch nochmal Oasen wirklich im realen Leben angucken. Vielleicht dann auch im Discord einfach ein paar Bilder teilen. Oder lass mir auch gerne auch im Discord im Planet Zoo Channel gerne mal ein paar Bilder von Oasen auch da. Das wäre, denke ich, ganz gut. So, das wird hier genutzt, auch wenn wir müssen vielleicht mal noch einen Tierpfleger einstellen. Wir könnten sowieso mal hier Zoopfleger einstellen. Oh, ich muss ja noch Mülleimer bauen, fällt mir ein. Jetzt, wo wir
So, das Geld, Techniker war mal auch ein bisschen knapp besetzt, aber es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass wir einfach zu weit gebaut haben. Oh, vielen Dank, Sky Pistol. Gucken wir uns gleich mal an. Im Discord. Shit, ist nur ein Link. Ja, passt. Auch wenn er sich nicht öffnet gerade bei mir. Muss gleich nochmal gucken. Ah, jetzt. Das ist aber wirklich so auf den meisten... Achso, das sind wirklich Planet Zoo Bilder, oder? Oder sieht es nur so aus? Sind das richtige Bilder? Das sieht wie Planet Zoo aus. Ist ja lustig. Ich habe maximale Oasen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo das Afrika-Korps unterwegs war. auch okay. Ich glaube, da wird sich nicht massiv was geändert haben an den Oasen selbst. Ich hab ja gedacht, du wärst so eher in den 40ern, James. Aber dass du damals beim Afrika mit dabei warst, das schockiert mich jetzt ein bisschen. Aber okay, ist okay. Der Ball ist im Wasser gelandet, sehr, sehr schön. So. Wo waren wir? Wir wollten hier noch ein bisschen verschönern. Und zwar wird man dann auch hier etwas, ein paar Kakteen reinsetzen. Vielleicht mal diese Orgelpfeifen. Etwas mehr. Und hier diese, wie heißen sie, Fasskakteen. Vielleicht so. Immer unter Vorbehalt, weil es soll ja nicht zu grün werden. Wobei hier der Eingangsbereich ist auch sehr grün. Und außerhalb der Barriere kann man nichts ändern. Und schon sind die überbelegt, Herr. Eieieiei. Barrierestatus ist auch kritisch. Ah, wird schon gemacht. Sehe ich gerade. Ach, weil die direkt schon erwachsen sind, oder was? Ja. Ja, die Kinder sind direkt erwachsen. Dann wird's kritisch. Ach, Geparde sind einfach auch ekle Tiere. So. 2,2 Jahre alt. Das sind die Eltern. Er ist lustigerweise Gold. Er ist ein Goldjunge. Und sie nicht, dann wird man sie freilassen. Gibt auch gleich mal hier 1000 Zoo-Dollar. Und es wird schon wieder Nacht. Kann es sein, dass es jetzt sehr schnell Nacht wird? Oder kommt mir das nur so vor? 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr wird es dunkel. Ja, die fangen instant an zu kämpfen. Auch wenn ich keinen Aluhut trage, so bin ich dennoch aber schon sicher normal, schon mal gelebt zu haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir das gar nicht bei Licht betrachtet. Ja, sowas wie parallele Lebens- oder beziehungsweise schon mal gelebt haben, da gibt es auch einen Begriff für. Das weiß ich nicht, ob's das wirklich so gibt, beziehungsweise ob das so ist, aber das Gefühl habe ich auch schon gehabt, in anderen, woanders gelebt zu haben oder so, oder in anderen Zeiten. Wir machen das mal so. Wir bauen eine komplette Wegstrecke mal nach. Und gucken uns das anhand eines Weges an. Mit Geländer. Und machen dann mal den... die Erde. Und zwar auf Stufe... was ist es? 4? Thank you.
Komplett mit Geländer wollen wir das. So, vorhin kam der Holz, der Vorschlag, ja nur mit den Holzpflöcken zu arbeiten. Nee, das waren sie nicht. Ich muss sagen, es gefällt mir nicht. Ist mir zu offen wiederum. Ja, das befürchte ich auch mit dem Unnatürlichen. Und im Prinzip hast du so eine weitläufige, momentan so eine weitläufige Landschaft quasi, dass es dann nicht wirkt. Ich bevorzuge ja immer noch diese Variante. Die Holzklötze mit Verbindung. Ja, ich glaube fast, dass es die werden. Aber das Geländer ist, glaube ich, raus. Und das ist mir zu offen. Das gefällt mir gar nicht. Deiner Meinung nach realistischer. Ja, ich überleg's mir. Typisch deutsch, ich vertag's. Wir könnten klassischerweise auch direkt mal noch ein bisschen beleuchten von Anfang an, dass wir das ein bisschen mehr auf dem Schirm haben. Da können wir mal gucken mit Design klassisch. Oder hier diese Wegleuchten. Die wirken halt nicht so in der Wüste. Das ist das, was ich befürchtet habe beim Wüstensetting. Deswegen habe ich so vorsichtig geschrieben. So vorsichtig geschrieben mit, dass es eigentlich gar nicht so zum Classic-Setting passt. Ja, wir sind in der Wüste. Wir können uns quasi alles erlauben, weil Scheich und keine Ahnung. Und auch wenn es stilistisch nicht so passt. Aber finde ich schon arg krass zur Wüste. Bin ich mir nicht sicher. Der schon mal weniger. Der noch mal viel weniger. Oh, passt der ins Wüstensetting? Wollte gerade fragen, funktioniert er nicht? Aber doch, aber nicht so gut. Krass. Okay. Das wäre die ganz normale. Mit Feuer werden wir auch ein bisschen arbeiten in bestimmten Bereichen. Aber selbst da müsste man eigentlich die Ebene bearbeiten, dass es nicht auf einer Ebene ist. Sand bewegt sich halt, deswegen empfinde ich halt alles mit Geländer als falsch. Sehe ich auch so. Teste mal Steinlampen. Gibt es da welche? Was meinst du mit Steinlampen? Steinlampen? Weiß es nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Ja,
Das könnte ich mir eigentlich wiederum wieder vorstellen. Ja, das macht, glaube ich, wieder Sinn. Ja, ich glaube, wir werden diesen klassischen Ding nehmen. Dann haben wir ein einheitliches Bild. Weil die Dinger, die wirken jetzt hier, finde ich. Das finde ich okay. Ja, da kommen wir dann in die Bredouille. Ja, wir werden die Klassik nehmen. Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob das so richtig reinpasst hier. Das noch weg. Wir nehmen hier erstmal nur. Ja, da müssen wir noch überlegen, wie wir das genau machen. Vor allem welche wir nehmen. Wir machen mal Komplettbeleuchtung, Klassik. Okay, da haben wir gar nicht so viel Auswahl. Ich glaube, ich werde aber den klassischen Laternenfall bevorzugen, so insgesamt. Gut, der Schein ist halt nicht, weil schon zu hell. Gut, gucken wir uns bei Dunkel nochmal an. Ansonsten, was ich mir noch überlegt habe, und zwar, die sehen ja immer gleich aus, die kann man ja aber auch umgestalten. Das heißt, wir könnten uns einen eigenen Style überlegen, wie wir es haben wollen. Zum Beispiel ganz bunt. Was haltet ihr davon? Weiß können wir noch verändern. Was haltet ihr davon? Beziehungsweise wir machen es einfach mal. Was für Farben wollen wir da nehmen, sodass es ein bisschen. Und dann komplettes Zoo ein. Hier ein. Wie soll ich denn sagen? Ne, das wirkt nicht so gut. Vielleicht ein anderes Rot. Und dann ein Setting hier bei den Spendenboxen durch den ganzen Zoo. Gelb-Rot sieht nach Afrika aus, ja, genau. Wir wollen ja aber nicht nur afrikanische Tiere haben, deswegen weiß ich es noch nicht. Man muss beachten, dass das eigene, dass das Rote oder je nachdem, was wir nehmen, dass das dann quasi auch hier oben die Farbe ist. Grün und so rum. Wir kriegen hier sowieso diese Streifenmuster. Das kann man meines Wissens nicht verändern. Oder wir haben noch, was wir noch zur Auswahl haben, ist hier Sky Pistol sein Weiß. In Verbindung mit einem helleren Blau. Und hier vielleicht ein Rot. Ne, wirkt das auch nicht so gut. Grün, irgendwas mit Grün. Probieren wir aus. James. Grün-Gold. Können wir mitarbeiten? Was kommt denn am nächsten an Gold dran? Ich nehme ein dunkleres Grün oder Gold als Grundfarbe. Was ist jetzt aber am meisten Gold? Ich glaube das hier. Das wäre die Frage, was jetzt hier an welches Grün am besten geeignet ist. Und das wäre noch eine Idee, dass man hier ein anderes Grün verwendet. Dunkelgrün. Das wäre jetzt jeweils dunkelgrün. Und ob er für die Schrift vielleicht. Naja, weiß wirkt nicht.
Schwarz ist auch blöd. Ob man da ebenfalls dunkelgrün verwendet, dann wirkt es unten aber nicht. Oben wäre es ja dann okay. Und weiß. Ist aber kein Gold, es ist einfach zu gelb. So richtig Gold haben wir halt nicht. Kriegen wir Gold gebastelt? Kennt jemand hier die Zahl? Gold? Oder wir nehmen, probieren wir es auch noch aus, wir nehmen grün, dunkelgrün als Grund und was am ehesten noch an Gold rankommt als zweite Farbe. Und jetzt, oder andersrum, wir nehmen nur Gold als und nehmen hier noch ein anderes Grün, macht eigentlich wenig Sinn. Grün und grün? Auf den ersten Blick habe ich gedacht, du machst dann immer einfarbig. Auch eine Idee. Muster ist halt einfach Mist. Vor allem, dass man das Muster nicht auswählen kann. Wenn man das jetzt noch auswählen müsste, fände ich es noch okay. Grün auf grün finde ich es gar nicht so schlimm. Gar nicht so schlecht. Aber ja, das sieht akzeptabel aus. Ah, Manu, einfarbig sieht ja richtig geil aus. Ohne Muster, das macht auch was her. Bevor du wieder angefangen hast rumzuspielen. Boah, einfarbig gefällt mir am besten, muss ich sagen. Die Manu hat immer so gute Ideen. Okay, vielen Dank, Manu. Wir nehmen das hier. Und Mülleimer. Da kommen wir, das können wir jetzt auch noch machen. Ich krieg die leider nicht hier dran gestellt. Mülleimer. Großes Thema Mülleimer. Da werden wir uns auch ein eigenes Design überlegen. Beziehungsweise da wäre sogar noch die Frage, ob wir den Standardmülleimer nehmen. Oder ob wir ein Design nehmen. Müll. Und dann noch die Bänke. Kann man die Bänke auch bemalen? Ich kenne das Spiel noch viel zu wenig. Ach geil, man kann die Bänke noch bemalen. Ich habe damit habe ich mich noch nie befasst. Aber auch nicht alle. Was sind hier das Klassische? Die klassische Bank. Grün-Rot. Grün-Gold sollte es doch sein. Grün-Gold war ein Vorschlag. Aber Grün-Rot, finde ich, sieht auch richtig cool aus.
Und Gold habe ich ja nicht gefunden und kam von keinem Vorschlag hier mit, welche Farbe es ist. Er hört eh nicht auf uns. Er ignoriert uns wieder. Ich ignoriere euch nicht. Wir müssen wieder mehr Haut zeigen im Chat, Sari. Unbedingt. Sari ausziehen. So rum. Aber schön, dass er nachfragt. Ja, ich will mir eure Meinung anhören. Nur um dann quasi ja zu sagen. Ja, nee. Danke. Passt. Ich bin ein Fan von Grün-Rot. Aber das, guck mal, das als Weiß sieht glaube ich, sehe, glaube ich, auch gut aus. Da wir ja sowieso dann auch mit weißen Figuren und mit diesem ganzen, ich zeig's euch gleich, mit denen ein bisschen spielen. Da können wir uns dann noch eine Farbe aussuchen, wie es dann werden soll letztendlich. Schade, dass es hier nicht so schön ist, hier von der Ausarbeitung her. Also von vorne sieht es ein bisschen platt aus. Wenigstens ehrlich ist er, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, genau, weil wir ja mit diesen ganzen Dingern hier arbeiten werden, macht es, glaube ich, auch Sinn, dass wir die Bänke hier so ein bisschen weiß gestalten. Ob wir jetzt Rot nehmen als Zweitfarbe, ist jetzt kein Ding. Aber hier, dass wir den Grund hier weiß machen, finde ich schon mal wieder rum ganz gut. Wo ist die nackte Sari, wenn man sie braucht? Ja, das wüsste ich auch gern. Diese Informationen könnte dich verunsichern, Sky Pistol. Auf jeden Fall. Ist halt ein anderes Weiß. Ist halt ein anderes Weiß. Das stört mich noch ein bisschen. Was ich auch geil finde, dass es hier explizit hier Hirsche gibt und wir haben keine Hirsche, also keine klassischen Hirsche im Spiel. Ansonsten können wir mal gucken. Skulptur. Jedes Weiß trifft sich aber wieder. Das ist nicht so. Das trifft das Weiß dann wiederum etwas näher beieinander. Nicht hier so dunkel. Dodos, wir können gar keine Dodos bauen. Halten. Also damit werden wir auch irgendwas machen mit den Figuren. Ich finde die richtig edel, die Tiere. Und vielleicht irgendwie beim Eingang irgendwie so, dass man rauskommt hier in den Zoo und dann hier irgendwas. So ein Springbrunnen. So ein Springbrunnen mit den Dingen hier. Na, mal gucken. Bitte Coca-Cola-Oase. Jetzt kommt noch Rudolf, das Rentier in die Wüste. Wir sind hier gerade ein Ideenschmiede, James. Eine Ideenschmiede. Hier werden hier ganz viele Ideen zusammengeworfen und was später draus wird, schauen wir mal. Ich mache hier Rudolf auch wieder weg. Hat aber keine rote Nase. Würden wir eine rote Nase hinbekommen? Haben wir hier so Kleinstdinger? Einfach nur mal interessenhalber. Leuchtkugel. Leuchtkugeln. Bei den. Ah jo, natürlich. Gibt's auch ganz, ganz mega kleine. Sind die bei Beleuchtung, gell? Hehehehe.
Sind das die oder gibt es die noch woanders da? Du hast mich auf eine Idee gebracht, James. Findet ihr, ich mach zu viel oder zu wenig Scheiß mit? Ach, die Manu wieder, die kennt Spiel am besten, glaube ich. Durch dein Zoo mit, wie heißt's? Sandbox hast du, glaube ich, aber auch hier das Baumenü und Einrichtungsmenü. Mit denen habe ich mich noch relativ wenig beschäftigt. Kennst du, glaube ich, mit am besten. Leuchtkugel hilft auch nicht mehr. Vielleicht eine 9mm Kugel. Kann man eigentlich in wen hosten bei Twitch und sieht man das als dann als Kommentar dazuschalten? Ja. Wenn du mich jetzt hosten würdest, müsste rein theoretisch ein Kommentar hier reinkommen. Die Alerts sind eingestellt. Bei einem Raid, bei einem Kommentar, bei einem Follow. Irgendwas Viertes noch. Was kann hier noch passieren? Dann mache ich jetzt wenigstens noch ein Leuchtdildo. Können wir alles einbauen, weil hier die Blended Zoo-Streams, die werden ja auch weiterhin FSK 18 bleiben. Das heißt, wir können uns auch irgendwas was Schweinisches noch überlegen. Rein theoretisch. Wir haben hier ein Riesendildo. Wir haben einen Leuchtbaum, der komplett. Ich muss mich mit dem ganzen Baummenü mal noch mehr beschäftigen. Krass. Wir könnten zum Beispiel. Also nur mal, um es probiert zu haben. Das dient jetzt rein wissenschaftlichen Zwecken. Alles rein wissenschaftlich. Können wir dem hier einen Schwanz geben? Weil es Root of the Red Nose Reindeer ist, auch noch rot leuchtend. Oh mein Gott. Nee. Na, ich meine, ob ich dich dann kommentieren kann. Ach so! Das ist eine gute Frage. Also, du kannst. Ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, dann eher so, dass du selbst streamst, meinen Bildschirm aber abgreifst. Du kannst da einfach einen beliebigen Browser auch abgreifen und aufrufen und kannst das dann kommentieren quasi. Das würde natürlich gehen. Ist die Frage, wie das rechtlich ist bei Twitch. Ob dann derjenige, den du abgreifst, das genehmigen muss oder nicht, oder ob das von vornherein frei ist oder so, das ist eine gute Frage. Aber du kannst ja, wenn du, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit dem Thema jetzt schon beschäftigt hast, James, aber du kannst ja beliebige Quellen abgreifen und da kannst du Browser abgreifen, das heißt, du kannst auch einen Stream abgreifen, das ist kein Problem. Wie gesagt, ob das rechtens ist, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Okay, wieder was gelernt. Wir merken uns das. Wir haben Leuchtdildo hier integriert, aber das ist nur mal hier so. Ansonsten, die Dinger, die werden ja auch beleuchtet. Das war mir vorher noch gar nicht bewusst. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass die Dinger beleuchtet werden. Wusstet ihr das? Ist mir noch nie aufgefallen. Bei Dunkelheit wirkt das Grün gar nicht. Ich bin ein riesengroßer Fan von den Thundercats. Wenn man schwarz-rot macht, da wäre das so ein bisschen das Thundercats-Symbol. Oder war das, nee, das war Grundrot. War das Grundrot und schwarz, schwarzes Symbol? Thundercats? Chimes of Doom, hoste dich jetzt. Als Alert kam es nicht rein. Muss ich nochmal den Alerts mal gucken. Also ich hab's hier im Chat als Meldung. Da kommt's rein, Chimes.
vielen Dank für deinen Host. Aber es kommt nicht als Alert rein. Schade, dann funktioniert da was nicht. Die Alerts sind an, rein theoretisch. Muss ich schon mal nachverfolgen. Guck ich nach. Thundercats, Thundercats. Symbol. Oder Grund, schwarzes Bild. Okay, okay, okay. Wie würde denn das aussehen? Rot, komplett rot und schwarz. Wobei, dann wird es nicht mehr beleuchtet. Dann sieht es beleuchtet nicht mehr so schön aus. Also das Grün und Rot ist noch nicht ein Stein gemeißelt. Aber dass das hier beleuchtet wird... Ja, es wird dann nicht beleuchtet. Das wird beleuchtet, das nicht. Schauen wir mal, mal gucken. Oh mein Gott, jetzt höre ich dich mit etwas Lag. Ja, du darfst halt zwei Sounds aufhaben. Du musst eins etwas stumm schalten am besten. Und dazu noch Fußball. Es gibt Schöneres. Okay. Für heute wären wir soweit fertig. Wir haben einige Ideen gesammelt. Wir werden auf jeden Fall das noch reparieren. Geldtechnisch sieht sehr gut aus, aber wir haben jetzt auch nicht so viel gebaut, ehrlich gesagt. Mitarbeiterdorf ist noch in Planung, wird zeitnah gemacht. Oase wird noch ein großes Thema. Weg mache ich mir noch Gedanken. Deutsche Lösung wird vertagt. Gehege werden noch verschönert. Ansonsten, das denke ich hier ist okay. Wollen wir da noch ein anderes Gelände basteln? Da wirkt, glaube ich, Sand nicht so gut. Da wirkt Erde besser, finde ich. Fällt's wiederum gar nicht, da könnt ihr auch nichts drauf wachsen. Ich glaube, die leichte Erde gefällt mir hier am besten für nur Sand. Können auch noch ein bisschen variieren. Ja, auch noch mal so was, wie ich Gedanken mache, gucken wir uns das Ganze nochmal bei Sonne an mit den drei Spendenboxen und dem Leuchtdildo. Ja, supi. Oh, mir gefällt rot-schwarz eigentlich, die Kombi finde ich auch richtig gut. Und zwar eher dieser Grundrot hier. Ich lasse es mal so, ich mache mir Gedanken auch vom Weg her. Genau, dann war es das für mich für Planet Zoo für heute. Und ab 21:30 oder 21:15, je nachdem, mal gucken, ein bisschen ein paar Minuten vorher, wird es das Winkes Warcraft-Spiel geben. Eventuell nur von mir kommentiert, das muss ich mal noch schauen. Morgen dann auch wieder ein weiteres Winkes-Spiel, eventuell dann mit Original AI. Und ja. Planet Zoo, ich bin jetzt wieder sehr gehypt, also das macht mir wieder gesagt, neue Idee, neuer Zoo, muss sagen, ich glaube, da wird es jetzt unter der Woche auch nochmal einen Stream geben vielleicht, Donnerstag kann ich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht dann unter der Woche nochmal vor, nach Warcraft morgen oder vielleicht auch gegen Ende der Woche oder am Wochenende, auf jeden Fall vor nächsten Montag, Dienstag, denke ich, packe ich noch einen rein, ich will weiterkommen und werde auch so ein bisschen weiterbauen außerhalb vom Stream, ja. Bin sehr gespannt. Vielen Dank für eure Anregungen, für eure Vorschläge. Euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Fußball gucken noch. Vielleicht bis später bis Warcraft. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut.